Welche Chancen bietet die Elektromobilität und was unternehmen Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter für diesen Wandel zu sensibilisieren? Nur zwei Fragen einer langen Liste, die Auszubildende von ADAC und Renault gemeinsam mit der Chefetage beider Unternehmen erörtern durften. ADAC-Vorstand Mahbod Asghari und Renault-Kollege Uwe Hochgeschurz standen dem Nachwuchs aus ihren Reihen Rede und Antwort zum Thema Elektromobilität. Also ich finde, als Auszubildender ist es einfach eben interessant oder eben als junger Mensch generell, wie sich die Technologie halt eben in Zukunft entwickelt, wann es eben mehr Modelle geben wird, wann es einfach der breiten Masse zugänglich sein wird. Gerade auch mit anderen jungen Menschen redet man da sehr viel drüber. Viele bekommen da einfach viel mit, gerade jetzt durch die Arbeit, durch ADAC und die Kooperation hier. Also ich glaube, da werde ich auch irgendwann mal in einem sitzen, früher oder später. Im Rahmen des Termins mit den Auszubildenden wurde auch die neue Kooperation zwischen Renault und dem ADAC gefeiert. Das Ziel? Attraktive Elektroauto-Leasing-Angebote für ADAC-Mitglieder. Wir wissen heute aus Erfahrung auch von unseren Mitgliedern, die rufen uns ja an, was so die Hürden sind. Und die Hürden sind, dass die Leute die Risiken sehen mit Laden, die Risiken sehen, was ist nachher mit der Batteriekapazität. Und da haben wir uns überlegt, wir machen ein ADAC-Leasing für Elektrofahrzeuge. Da kann ich ohne Anzahlung, ohne Risiko so ein Auto mir holen und nach einigen Jahren wieder zurückgeben. Und natürlich ohne Anzahlung, also wirklich komplett ohne Risiko, um die Leute an das Produkt Elektroauto heranzuführen. Der ADAC ist der größte Automobilclub in Deutschland, über 20 Millionen Mitglieder. Der ADAC steht immer mit Rat und Tat zur Seite und ich glaube, das ist eine ganz gute Kombination, wenn der Marktführer für Elektrofahrzeuge und der größte Automobilclub sich zusammentun und die Elektromobilität in Deutschland vorantreiben. Damit sich die Auszubildenden dann auch einen praxisnahen Eindruck vom neuesten Stand in puncto Elektroauto machen konnten, durften sie den Renault Zoe testen. Dabei wurde klar, Nachhaltigkeit macht durchaus auch Spaß. Hui! Mir gefällt das Auto echt sehr gut. Fahrgefühl top. Mega. Ja, geil, der beschleunigt endgültig. Macht sehr Spaß, ja. Mega cool.